Liebe Gemeinde, wir sind heute versammelt und beten gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, wir kommen vom Osterfest her, aber die Osterlichter sind schon wieder erloschen. Die Ostersträuße beginnen schon wieder zu verwelken. Unsere Hoffnung droht schon wieder zu verdorren. Wie können wir die Osterfreude in unserem Alltag bewahren? Herr, wir wissen, ohne dein Wirken ist das nicht möglich. Darum bitten wir dich, stärke unseren Glauben an dich, erfülle uns mit deiner Liebe, lass uns deine Gegenwart erleben. Herr, wir sind fassungslos über die Geschehnisse in den USA. Wie kann das sein? Wie kann ein Mann die amerikanische Finanzierung der WHO kippen? Wie kann ihm das Leben so vieler Menschen egal sein? Herr, wir bitten dich, lass die Staats- und Regierungschefs schnell eine Lösung finden, damit unter dieser Entscheidung keine unschuldigen Menschen leiden müssen. Lass sie einen Weg finden, wie sie die Situation retten können. Lebendiger Gott, komm uns nahe durch dein Wort und deinen Geist. Sei du in unserer Mitte. Lass dein Licht leuchten in unseren Herzen und schenke uns dein Osterlachen. Und gemeinsam beten wir mit den Worten deines Sohnes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Okay.